ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei Steffis Malwerkstatt, bei mir zu Hause. Heute gibt es ein Stay-Home-Video für alle zu Hause gebliebenen. Ich habe mir was Tolles für euch ausgedacht und zwar wollen wir heute diese schönen Karten machen. Ich habe mir überlegt, was können wir machen, wenn wir nicht loskommen können, um einzukaufen, um Farben zu kaufen. Was können wir machen mit einfachen Mitteln, die wir alle zu Hause haben. Ihr werdet es erleben, ihr werdet sehen, wir können total schöne Sachen machen. Ich habe mir was Schönes für euch ausgedacht. Also, wir sehen uns gleich. Ihr wisst es ja, erstmal Malkittel anziehen. Wir werden heute mit ganz tollen Lebensmittelfarben arbeiten, mit all dem, was ihr zu Hause habt. Ihr habt bestimmt ein Ei, ihr habt Curry, vielleicht habt ihr Kurkuma. Kurkuma ist einfach gelber als Curry. Vielleicht habt ihr Kaffee da. Ich habe hier einfach meinen Teebeutel für euch ausgeschnitten. Das ist ein Früchteteebeutel. Dann habe ich hier noch Pfeffer. Und was auch ganz witzig ist, ist dieser Grillroll- und Spießbraten-Gewürzsalz. Da haben wir nämlich schöne rote Farben. Das ist total körnig und orange, das werdet ihr nachher sehen. Und ihr könnt euch auch wunderbar diese alten Töpfe, wenn ihr Spaghetti-Eis oder so kauft oder Eis, da ist auch gleich ein Deckel mit dabei. Und die habe ich mir weggelegt, um diese tollen Farben quasi hier frisch zu halten. Also wir benötigen ein Ei. Das Ei ist das Bindemittel für die Farben. Ihr kennt Farben. Da sind Pigmente drin und Bindemittel und dann ist es schön flüssig. Wir mischen uns unsere Farben heute selber. Wir nehmen das Ei, wir nehmen ein Behältnis. Das ist ganz wichtig, dass wir einen Deckel mit dem Schraubverschluss haben, so, weil das Eiweiß kommt hier rein. Das brauchen wir nicht, wir brauchen nur das Eigelb. So, dann können wir das hier rein tun. Jetzt legen wir es weg. Öl muss da noch rein. Genau, jetzt könnt ihr das gleiche Teil Öl nehmt, was ihr an Eigelb gehabt habt. So. Und dann wird das schön geschüttelt. Und dann verrührt ihr das schön. Jetzt gucken wir mal, ob das schön flüssig ist. Oh ja. Man kann sogar noch ein ganz bisschen Wasser dazu tun. Halben Esslöffel Wasser dazu. Schütteln das nochmal, damit ich eine schöne Flüssigkeit habe. Das ist mein Bindemittel. Da kann ich mir jetzt schon mal so ein bisschen was auf meinen Teller tun. Und jetzt habe ich mir überlegt, fangen wir mit dem Curry an. Könnt ihr den Teelöffel nehmen, ein bisschen Curry hier einrühren. Jetzt könnt ihr einfach mal gucken, was ihr zu Hause habt, ob ihr das mit dem Messer verrühren wollt oder eine Gabel. So, wenn das zu dickflüssig ist, kann ich noch ein bisschen von dem Öl dazu tun. Ein bisschen Öl dazu tun nochmal. So, jetzt habe ich eine schöne Paste. Das könnte ein schöner Hintergrund werden. Ich habe jetzt hier einfach mal so einen alten Bogen Papier genommen, den ich mal testen will. Ich nehme jetzt meinen Silikonpinsel und versuche jetzt einfach mal ein schönes Muster zu machen. Guck mal, wie schön das hier geht. Und auch wie schön die Körnung hier auch ist. Jetzt kann ich das einfach hier so grundieren. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte auch so ein bisschen Orange noch dazu haben. Dann mischen wir uns einfach nochmal Orange an. Da haben wir ja dieses Grillgewürz. Dann kommt da wieder ein bisschen Binder drauf. Dann mischen wir das. Ich habe jetzt gerade mal den Mahlspachtel. Ich könnte mir natürlich noch so ein Messer holen. Das mische ich mir jetzt schön. Ich habe deswegen den Teller, ich könnte die beiden Farben auch verrühren. Aber ich mische mir jetzt hier das Rot. Genau. Und entweder mache ich das total pastös jetzt hier drauf, dass ich sagen will, ich möchte das hier jetzt richtig dick drauf haben. Dass ich mir eine richtig schöne dicke Stelle mache. Oder ich mache es vielleicht ein bisschen dünner. Mache ich hier ein bisschen da rein, mache ich es ein bisschen flüssig hier. So. Dann kann ich mir das hier auch eben sauber machen, dass es kein Gelb ist. Und kann jetzt hier wunderbar noch ein paar Linien reinmachen. Jetzt könnt ihr experimentieren, was mir gerade einfällt. Ich kann hier einfach mal Pfeffer drauf streuen. Ja, dann kann ich mir noch so ein paar schöne
Nuancen hier reinmachen. Dann malen wir das einfach mal so ein bisschen abstrakt. Könnte ich mir den nochmal wieder sauber machen. So, und jetzt mache ich das Pfeffer hier drauf fest. Entweder mische ich das damit rein oder ich lasse es hier einfach mal so drauf trocknen. So. Ich könnte auch was wegkratzen. Ich kann mir auch sagen, ich möchte hier nochmal einfach ein paar Striche reinmachen oder was könnte ich hier reinmachen? Ein Herz vielleicht könnte ich mal so reinmalen. Ja, sieht auch ganz witzig aus, dass man das da nochmal reinmachen kann. So, jetzt könnte ich mir überlegen, will ich das hier noch weiter gelb machen oder lasse ich das mal einfach so trocknen? Dass ich einfach abstrakt arbeite, dann habe ich doch schon mal ein schönes Ergebnis. Gestern habe ich für euch einmal diese Herzen probiert. Das ist einfach jetzt eine Pappe. Das ist jetzt auf dem Aquarellpapier oder einem Tonkarton. Habt ihr bestimmt auch zu Hause liegen. Ihr könnt auch eine alte Pappe nehmen aus der Verpackung und versucht da einfach mal das Herz drauf zu malen. Das finde ich nämlich auch eine ganz, ganz schöne Idee. Ist schön plastisch. Und das könntet ihr auch schön einrahmen in ein Passepartout. Wir hätten da jetzt gerade so eine Karte, dann könnte man das hier auch wunderbar schön reinrahmen, ne? Als Idee. Man könnte natürlich auch den Hintergrund jetzt noch gelb anmalen. Ich versuche es mal einfach mal mit dem Finger. Ich könnte ja auch hier schön einfach mal so ein Quadrat hier drum machen. Ja, dann haben wir noch so einen gelben Hintergrund. Durch dieses Öl, was wir jetzt in dem Bindemittel haben, hat das Herz noch einen kleinen Schatten bekommen, weil das Öl sich ja auf dem Papier festsaugt und dann haben wir ja klein so ein bisschen so einen Fettabdruck, ne? Ist ja ganz normal, stört nicht, aber es ist ein schöner Effekt von der Vorderseite hier. So könnt ihr jetzt eure Herzkarte aussehen. Müsst ihr vielleicht nochmal ganz gelb machen. So. Ich habe jetzt hier Kurkuma genommen. Deswegen ist es so gelb. Curry ist vielleicht ein bisschen dunkler. So, also nochmal. Jetzt habe ich einen schönen Effekt, oder? Könnt ihr hier auch noch was reinritzen. Vielleicht könnt ihr hier euren Namen reinschreiben, zum Beispiel. Als T. Ja, oder ihr macht hier noch eine Linie rein. Wenn ich die nicht leiden mag, dann wische ich die wieder weg. Das ist eine Idee, die Variante. Dann habe ich noch eine Idee für euch. Und zwar könnt ihr eine Landschaft machen. Ich bin hier schon mal angefangen. Ich habe das Gelb hier drauf gemacht. Und dann habe ich Paprika genommen. Ein bisschen Bindemittel. Hier richtig schön fertig machen. Es gibt hier auch so schöne Strukturen. Und hier seht ihr Kaffeepulver. Weil der noch nass ist, brauche ich da gar nicht so viel Kleber drauf. Wenn er mir zu wässrig hier ist, kann ich natürlich noch ein bisschen Pfeffer da reinmachen, zum Beispiel. Dann wird das wieder ein bisschen trockener und ich kann die Masse besser auftragen. Hier habe ich die Sachen aus dem Teebeutel genommen. Ich habe einen Früchteteebeutel gehabt und ich finde die Sprüche auch immer toll. Glück wächst, wenn wir es verschenken. Kleber schon mal hier in das Glas machen. In die Schale und das jetzt hier verrühren. Und könntet jetzt wunderbar
zum Beispiel einen Baum machen. Dadurch könnte man hier so einen kleinen Baum hinmachen. So. Oder andeuten, dass es vielleicht ein Baum ist oder ein Berg. Wir machen eine abstrakte Karte fertig hier. Und ihr seht schon, wenn das trocken ist, sieht es dann so aus. Ne? Jetzt ist es noch feucht. Es riecht noch schon richtig schön nach Tee. Nach Früchtetee. Nach ayurvedischem Früchtetee. Ich liebe den Tee morgen. So. Ich finde, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, oder? Ich möchte mir jetzt hier noch eine schöne Sonne hinmachen, weil ich das jetzt als Landschaftsbild nehme. Und dann nehme ich mir auch dieses Gewürz. Und das Schöne ist, mit diesem Mahlmesser könnt ihr wunderbar formen. Ihr könnt jetzt diese Sonne schön formen. Und ihr könnt auch, zum Beispiel sind das hier Werkzeuge, um einen Kuchen zu verschönern. Die hatte ich mir mal gekauft, weil ich gedacht habe, man kann ja auch bestimmt mal andere Sachen mit modellieren. Ihr könnt auch einen Schraubenzieher nehmen. Oder was ihr gerade findet, ne? Ein Küchenmesser, was ihr vielleicht gerade zu Hause habt, keine Ahnung. Und jetzt kann man das hier wunderbar auch rund machen, ne? Diese Sonne. Wenn man das nicht so hinkriegt, können wir die auch schön rund. Das ist das Tolle jetzt an dieser Technik, dass man das einfach modellieren kann hier. Und somit könnte ich mir jetzt auch eine Tulpe modellieren oder ein Herz oder ein Tier, ein Hase oder so. Ich kann jetzt hier auch noch so richtig schöne Muster reinmachen, ne? Manchmal ist ja die Sonne so ein bisschen wellig, durchzogen von Wolken oder so. So, guck mal, das finde ich jetzt richtig schön. Und vielleicht, das kann ich am besten mit diesem, ziehe ich da noch so ein bisschen Wolken oder Schatten hier rein. So. So ein Schweif, ne? So ein schöner Sommerabend und deswegen ist hier noch so ein bisschen Abendrot. Genau. Machen wir das rein. So gut. Ja, jetzt warten wir mal, bis es trocken ist. Ich habe schon mal was vorbereitet. Wenn es trocken ist, dann sieht es so aus. Und jetzt könnt ihr gucken, was habe ich zu Hause? Ich habe mir überlegt, Nagellack zum Beispiel, wenn man keine Farben hat. Man könnte Nagellack nehmen. Oder aber auch vielleicht Gold, Acrylfarbe, vielleicht eine Schuhputzcreme. Keine Ahnung, da könnt ihr ganz erfinderisch sein und einfach mal was ausprobieren. Also ich habe tatsächlich jetzt hier so eine Goldpaste noch, die trage ich mit dem Finger auf und kann jetzt hier noch einen schönen Effekt machen. Ich kann jetzt so ein paar Landschaftselemente einfach nochmal mit so einem Goldstaub überwischen. Und ihr seht vielleicht, dass nur die größeren Körner angemalt werden. Wenn ihr so ein schönes Landschaftsbild fertig habt, dann könnt ihr jetzt ein Passepartout darüber legen und schon hat das Ganze noch mal ein richtig schönes Flair. Ne? Jetzt sieht es doch richtig cool aus. Abstrakt eben. Gestern habe ich das gleiche schon mal ausprobiert mit einer blauen Passepartout-Karte. Die hatte ich noch gerade. Vielleicht habt ihr sowas auch noch in eurem Schrank liegen. Und dann habe ich mir das markiert hier mit einem Pastellstift. Habe ich mir den Aufschnitt markiert, was ich ungefähr anmalen darf. Und dann habe ich auch dieses Kurkuma genommen. Und wenn man das so aufträgt, dann sieht es sogar grün aus. Finde ich ein ganz toller Effekt. Und weil diese Teebeutel und diese Paprika Farben ziemlich ähnlich sind, hatte ich mein Herz modelliert und das, wenn es trocken war, weiß angemalt. Ich habe jetzt erstmal die Karte. Da wir ja mit Öl arbeiten, haben wir leider den Nachteil, dass die Karte von hinten diesen Ölschimmer hat. Bei dieser Passepartout-Karte fand ich es ganz interessant, die kann man jetzt zuklappen und dann habe ich halt so eine Karte. Und man könnte die so auch schön einrahmen, zum Beispiel hier. Fand ich nämlich richtig schön. Ich könnte die wirklich da meine Glasscheibe dahinter machen und das so schön einrahmen. Ne? Das hat doch was, so ein bisschen Vintage. Also, um das Herz jetzt so weiß zu bekommen, habe ich mir zwei Möglichkeiten überlegt.
entweder Nagellack oder einen weißen Kreidemarker, einen weißen Stift, einen weißen Acrylstift. Das könnt ihr ausprobieren. Ihr müsst nur aufpassen, dass die Spitze nicht versaut wird. Also deswegen mache ich das immer, wenn das wirklich trocken ist. Das hat jetzt schon 2 Tage getrocknet. Und dann kann ich schön anmalen hier. So. Oder ihr könnt einen Nagellack nehmen. Das hat auch bestimmt einen tollen Effekt. Ich könnte mir jetzt ja vorstellen, dass ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen Nagellack drauf mache. So. Dann noch mal, kommt das Weiß da nochmal zur Geltung. Und ihr könntet auch Gold noch nehmen. Da vielleicht so ein bisschen Gold drauf machen. Hat ja auch was, ne? Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Erzählt mir einfach, was ihr gemacht habt. Zeigt mir eure Bilder, postet mir die. Schickt mir die per E-Mail an stephanietaubenheim@ewe.net. Ihr findet das auch auf der Webseite. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr mir eure Fantasien zu meinen Ideen zeigt. Und ja, wenn euch das gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Ich habe bestimmt noch ganz tolle Ideen. Ich fange ja gerade erst an. Und möchte mich bei allen Leuten bedanken, die mir für das letzte Video mit den Silikonpinseln so tolle Bilder geschickt haben. Hat mich so gefreut, dass ihr so mitgemacht habt, dass euch das Video so toll gefallen hat. Und ja, Dankeschön für alles. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, eure Stephanie. Tschüss.